Dies ist ein weiteres Video zur objektorientierten Programmierung. Und zwar geht es um eine ganz grundlegende Sache bei der Darstellung, und zwar die sogenannte Punktnotation. Ich habe hier schon mal eine Klasse vorbereitet oder zumindest den Auszug einer Klasse. Einfach eine Klasse, die nenne ich Kugel. Und hier ist ein Konstruktor, da werden die Instanzvariablen initialisiert und hier gibt es eine ganze Reihe von Methoden. Unter anderem gibt es hier so eine Färbenmethode, die dieses Objekt hier, diese Kugel, dann einfärben können soll. Wichtig ist, wir haben bisher immer in Klassen etwas verändert und dann ist automatisch auf dieser kleinen Umgebung, die ich euch vorgegeben habe, ist dann auch etwas passiert. Das, was da im Hintergrund abläuft, das ist passiert über die sogenannte Main-Methode. Da gibt es eigentlich noch ein separates Video dazu. Das kommt erst ein Kapitel später. Deswegen will ich hier gar nicht so genau drauf eingehen. Wichtig ist erstmal nur, dass es eben eine solche Methode gibt. Ich packe die meistens in eine separate Klasse. Und diese Methode sorgt dafür, dass wenn ich von so einer Klasse jetzt Objekte erzeugt habe, dass ich mit denen auch was tun kann. Denn die Klasse an sich ist ja nur ein Bauplan, mit dem kann ich nichts machen. Ich brauche also Objekte. Und diese Objekte, da muss ich dann irgendwie Methoden ausführen, damit diese Objekte dann auch was tun können, damit sozusagen ein Ablauf passiert. Das, was ihr bisher auch kennt, wenn ihr zum Beispiel den Roboter programmiert habt, dass er dann etwas tut. Weil bisher habe ich hier ja nur darin programmiert. So, und darum geht es hier. Das heißt, ich mache das einfach mal. Ich möchte jetzt aus dieser Klasse hier ein Objekt ableiten. Das packe ich hier in meine Main-Methode. Wie ein Objekt erzeugt oder abgeleitet wird von einer Klasse, dazu gibt es auch ein separates Video, das solltet ihr bereits geschaut haben, deswegen setze ich das an dieser Stelle voraus. Ich möchte also ein Kugelobjekt erzeugen, das heißt, ich brauche einen Datentyp, der passt, nämlich Kugel, und gebe jetzt meinem Kugelobjekt einen Namen Q1. Und erzeugen tue ich das Objekt, indem ich hier diesen Konstruktor aufrufe. Der initialisiert mir nämlich alle Instanzvariablen, die ich hier oben angegeben habe, sodass das Objekt dann im Speicher auch wirklich gefüllt ist. Also Q1 gleich New Kugel. Der Konstruktor hat hier keine Parameter, das heißt, ich kann den Konstruktor direkt so aufrufen. Was passiert jetzt im Speicher? Es wird Speicher reserviert mit dem Namen Q1, also dem Namen von dem Objekt. Und da werden alle Instanzvariablen jetzt mit einem Wert belegt. Ich habe hier mal ein paar rausgegriffen. Eigentlich sind bei der Kugel dann noch mehr Instanzvariablen. Aber was hier logisch ist, ist, es gibt irgendwie so eine Kugel hat auf dem Spielfeld eine X-Position, eine Y-Position, sie hat eine Orientierung und eben eine Farbe. Das ist die eine Darstellung. Und wenn ich jetzt auf die Leinwand zeichnen möchte, dann muss ich mir einen sogenannten Shape erzeugen, das heißt eine Figur, die dann auch darstellbar ist auf dieser Zeichenfläche. Das heißt, die Kugel sehe so aus. Das wäre jetzt die Repräsentation dieser Kugel 1 Q1 auf dem Spielfeld. Gut, und das kann, da ich aus so einer Klasse natürlich mehrere Objekte ableiten kann, könnte ich das jetzt auch noch für eine zweite Kugel machen. Kugel Q2 erzeuge ich auch mit dem gleichen Konstruktor. Und da ich hier hinten ja keine Parameter habe, würde das bedeuten, dass beim Erzeugen die beiden Kugeln identisch sind. Das heißt, auch Q2 sehe so aus. Die Instanzvariablen haben hier genau die gleichen Werte übergeben und auch wenn ich den Shape da so zeichnen lassen würde, sehe der identisch aus und die beiden Kugeln wären für mich gar nicht unterscheidbar, weil sie genau übereinander liegen würden. Das würde ich natürlich ändern wollen. Zum Beispiel möchte ich hier die Farbe ändern. Ich möchte zum Beispiel aus der Kugel 1 jetzt hier so eine rote Kugel machen. So, das bedeutet, ich muss die Färbenmethode aufrufen und dann hier einfach auf rot umändern. Das Problem ist nur, ich habe jetzt zwei Kugeln und der Computer ist jetzt nicht so clever zu entscheiden, ah, ich möchte wahrscheinlich die erste Kugel gefärbt haben. Es könnte ja auch die zweite sein. Das ist anders, das ist neu, denn bisher, wird zum Beispiel bei der Roboterprogrammierung, da war es immer so, dass ihr nur einen Roboter habt. Und wenn ihr jetzt gesagt haben, fahre vorwärts, dann war es klar, dass dieser eine Roboter gemeint war. Und da musste man nicht extra angeben, auf welchen Roboter sich das bezieht.
Aber in der Objektorientierung ist das eigentlich immer so, dass ich viele Objekte habe und ich muss jetzt sagen, auf welches Objekt ich diese Fernmethode anwenden möchte. Und das mache ich so, indem ich einfach den Namen angebe, Q1, dann einen Punkt mache und dann sage, auf dieses Objekt soll diese Methode angewendet werden. Und das hier ist die sogenannte Punktnotation. Das kann ich jetzt natürlich auch für die zweite Kugel machen. Ich kann jetzt sagen, Q2 zum Beispiel soll hier die X-Position geändert werden. Dann sage ich, rufe die Methode SetX-Position auf. Die müsste jetzt hier natürlich auch enthalten sein oder in der Oberklasse. Und sage jetzt zum Beispiel 200. Dann wäre klar, dass ich diese SetX-Position-Methode auf diese Kugel hier bezieht. Oh, hier habe ich vielleicht vergessen, das hier ist Q2. So, und jetzt würde sich natürlich auch der Speicherbereich ändern. Hier hatte ja sich die, also auf der Zeichenfläche sehe ich, dass die Kugel rot ist, aber auch im Speicher würde jetzt hier natürlich Red stehen und hier würde sich die Position ändern. Und die Kugeln wären jetzt auf der Zeichenfläche eben nicht mehr übereinander, sondern würden so nebeneinander stehen. Ich kann auf diese einzelnen Objekte sowohl Methoden anwenden über diese Punktnotation als auch Instanzvariablen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine Instanzvariable Orientierung habe, dann kann ich die auch direkt aufrufen. Zum Beispiel Q1.Orientierung. Und da sage ich jetzt 90. Dann würde hier der Wert 90 reingeschrieben und ich kann halt hier den Wert direkt in die Instanzvariable reinschreiben. Auch wieder über die Punktnotation. Wichtig zu beachten hier, dass die Instanzvariable auch hier in der Klasse gegeben sein muss. Wie das ist, wenn die Instanzvariable nachher in einer Oberklasse steht und was eine Oberklasse eigentlich ist, das kommt später aber noch. Aber für euch erstmal zu wissen an dieser Stelle, ich kann über den Punkt entweder eine Methode aufrufen oder hier auch eine Instanzvariable. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, warum die Punktnotation in der Objektorientierung so wichtig ist. Und damit ihr sicherstellen könnt, dass ihr alle wichtigen Informationen aus diesem Video auch mitbekommen habt, zum Schluss noch ein paar Fragen, die ihr nun beantworten können solltet.